mit Oscar, dem Papa? Oder ist es das Team Liquid mit Zeus als Vaterfigur und einem überragenden Twist? Muss man einfach sagen, Twist hat so gutes Counter-Strike heute gespielt. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe ja auch, es geht weiter. Und damit herzlich willkommen zur alles entscheidenden letzten Map zwischen Mousebots und Team Liquid. Wer gewinnt die ESL One? New York. Wer darf hier am Ende den Inter Grand Slam, den einen Punkt für sich mitnehmen? Und Team Liquid ist einfach so asozial stark in diesen Pistol Rounds. Und das war schnell. Das war wirklich sehr, sehr schnell. Und schön, dass noch so viele Leute da sind. So, welche Playlist hat Oscar angemacht, um gleich mit der AWP alles umzurotzen? So, Taco Nummer 1. Sehr stark. Also, wieder eine gute Pistol Round, die uns Team Liquid hier zeigt. Und wenn wir einfach nach den Pistol Rounds gehen, ist Team Liquid hier eine Macht. Jo, das war flott, kurz und schmerzlos. So, damit geht Team Liquid ins 1:0. Also, Mousebots war mal der Kandidat für das beste Team of Mirage in CSGO. Da ist sie im Titel aber nicht ganz nachgekommen irgendwann. Da haben andere Teams gut aufgeholt und natürlich auch irgendwann Mousebots gereedet. Da dürfen wir echt mal gespannt sein. Also Team Liquid kann jetzt hier komplett vorbereitet sein und drüber fahren, oder Mousebots zeigt uns hier Parade Counter-Strike. So, und herzlich willkommen. Es ist 12 Uhr. Die Hellsbells schlagen. Und welches Stündschein schlägt hier? Ist es für Mousebots oder für Team Liquid? Es geht auf den Spot drauf. Straighter Execute. Richtung A-Spot. Bombe gelegt. Und das einmal komplett für den Afterplant Richtung Rampe. So, Crochet nimmt dann nochmal eine gute Position ein. So, und die Bombe ist auch so gelegt, dass sie über Connector mit eingreifen können. Mal gucken, ob sie mit zwei Leuten in der Mitte rechnen. Das ist schon mal eine gute Information, die Chris J sammeln kann. Am Ende wird er da nicht viel machen können. Und in der Mitte kann Sunny zuschlagen. Ey, die gehen nochmal zurück. Was ist mit denen denn los? So, es geht nach vorne. Achten immer noch auf den Connector, dass da bloß keiner gegenpusht. Und die teilen sich nochmal auf. Die wollen sich nochmal splitten. Wie viel Schaden kann Sunny da noch mit der Deagle machen? Die Zeit läuft gegen sie. Da muss einer jetzt defusen. Ah, der muss komplett durchdefusen. Nein, das gibt's doch nicht. Wie knapp. Aber der Defuse, der geht hier durch. Gerade so. Oh mein Gott, wie knapp. Und dann kann die Deagle hier den Spieler nicht rausnehmen. Was eine knappe Kiste. Und wie gut eigentlich von Mousebots gespielt, sich da nochmal aufzuteilen. Einen Spieler zurückzuschicken. Sehr stark. Also, hat mir gut gefallen. Aber am Ende ist es nicht genug. Und das heißt, es muss mit Pistolen an den Start gehen. So, Snacks ist langweilig. So, und Team Liquid hat zumindest auf der CT-Seite bei diesem Turnier immer ganz gut mit der Kontrolle Richtung Rampe arbeiten können. Mal über die Mitte. So, Sunny noch mit 45 HP. So, der muss jetzt mal zurückziehen, aber das war echt eine knappe Runde eben. Und das hätte auch anders ausgekönnt. Der Aim-Punch hat es am Ende wohl versaut. So, einmal kurz durchtacken. Rob sucht den Kill, bekommt ihn auch, kann sich zurückziehen und gibt natürlich seinem Mate das Rohr an der Rampe nach vorne zu gehen. Nein, noch von da. Boah, ich weiß gar nicht, wo er hinnehmen soll. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Irgendwas wird er schon treffen. Aber sind durchgebrochen. Trotzdem, Taco. Kurzen Prozess da gemacht. Gegen die beiden Spieler Richtung Onside. Damit ist es nur noch Sunny und nur noch Oscar. Es bleibt weiterhin eine ausgeglichene Partie. Pustekuchen. Es war
mal eine ausgeglichene Runde in dieser Partie. So, damit ist es nur noch Sunny an der Diegel. Bomb liegt da extrem ungünstig. Er wartet halt noch, dass ihm irgendwas da reinläuft. Und Scosser, nee, wird nix. Taco macht's am Ende. Und hält ja auf jeden Fall für sein Team auch die Runde. Ganz wichtig, dass Taco da den kühlen Kopf bewahrt. So, also 0 zu 3. Team Liquid wieder mit aggressivem Spiel, wie auch schon davor. Auf Mirage, immer sehr aggressiv unterwegs, aber das gleiche kann Chris J hier auch. Und das war sehr überraschend. Ja, Refract kommt von Neff. Also, die Antworten sind hier gegeben und das ist eine der Qualitäten von Team Liquid. Immer wieder einen schnellen Refract bieten zu können. So, Mouseboards über die Mitte. So, Team Liquid hat sich zwischenzeitlich aus dem Haus komplett wieder verabschiedet. Richtung Palace. Da wird es erstmal nichts geben mehr für das Team Liquid. Dafür zieht man sich komplett Richtung Spot zurück. Mouseboard sucht natürlich jetzt nach einer Antwort, indem sie im 4 gegen 4 sind und Chris Jada ordentlich getradet wurde. Dann über die Mitte, aber komplett alleine. Mouseboard entscheidet sich, daraus einen A-Split zu machen. Wird der die Value bringen, die sich Mouseboard erhofft. Set aber eigentlich ganz gut gewählt mit einem Richtungszeit hinten an der Ninja-Box und einer am Kerrigan. So, Nitro. Ah, da kriegt er keinen. Das ist gut rausgesprungen von Mouseboards. Gibt ihm auch keine Chance, irgendwie schnell auf den Kopf zu kommen. So, und damit Retake. Das ist die große Frage. Wird schwer, aber das eröffnet nochmal die Möglichkeit. Also, dann kann man es nochmal versuchen, aber dann müsste Neff mit nachziehen. So, AWP an der Rampe bekannt. So, Oscar macht nochmal den Anschuss. Wie viel ist da drinnen? Nochmal den Anschuss. Was? Wie kann der das überleben, Alter? Twist hat doch schon den Anschuss von der AWP bekommen. Bekommt nochmal einen. So, Leech kann sich dadurch durchschummeln. So, und da ist einer noch im Jungle. Und das ist wahrscheinlich der gefährlichste Spieler, den es gibt. Das ist nämlich Sunny. Kann dann zusammen mit Snacks einfach das Kreuzfeuer dicht machen. Leech greift nochmal ein. Leech will unbedingt den Kill haben und den bekommt er auch. Aber die Zeit wird hier nicht mehr reichen. Sunny wird in die Luft fliegen, wenn er dann nicht mehr rauskommt. Koste was wolle. Nee, er kommt nochmal raus. So, es geht weiter. Also, 1 zu 3. Mouseboards kann die Runde hier holen. Aber zu welchem Preis? Es wird gespart. Und das ist eigentlich eine coole Aktion, weil man legt sich Geld auf die Seite und macht das echt auf Nummer sicher. Die auch komplett reinforcen können. So. Damit geht's nach vorne. So, also, Mouseboards muss gegen das, gegen die Waffengewalt von Team Liquid hier ankämpfen. Neff mit dem ersten. So, und dann laufen sie gegen die Wand. Also, Oscar kommt da nochmal raus. Oscar nochmal mit einem hinterher. Steht jetzt hinten an der Parkbank. Aber Elish hat da noch andere Probleme und kümmert sich hier mit Twist um den Rest des Spots. Also, der Force Buy, beziehungsweise der nicht der komplette Buy, hat sich hier für Mouseboards am Ende nicht wirklich gelohnt. Und damit geht die Runde an Team Liquid. Aber man hat genug Geld zurückgelegt, um auf jeden Fall in der Runde nochmal zu kaufen. Jetzt gibt es einen Timeout.
von den Grauen. So, und Mausboards. Was haben sie vor? Der hat auf jeden Fall schon mal runter investiert. Eine Scout. In eine Kevlar. Und das ist auch das Einzige, was sie investiert haben. Ey, gar kein dummer Gedanke. Diese Scout kann halt sehr viel Schaden machen. Du kaufst ein paar Pistolen außenrum und schon kannst du den Gegner gut im Geld einfach nur kaputt machen. Weil vieles bei Team Liquid nicht auf der Bank. Und jeden Spieler, den sie hier rausnehmen, kann auf jeden Fall die nächste Runde, ja, auf jeden Fall den Heiland bringen. Und man kommt sogar noch in die AK ran. So, wie gut ist das Timing von Nev? Jeder verpasst jeden. Schade. Da wäre auf jeden Fall ein schönes Duell drin gewesen für beide. So, hilft aber auch Mausbots, diese AK natürlich an die Rampe zu bekommen. So, haben wir die Pistolen getauscht. Und Oscar auch ein kleines Eisen hat, um zurückzuschießen. So, es geht nach vorne. So, Nitro an der AWP. So, es geht drauf. So, Anschuss kommt hier. Oh, das ist eine nette Schelle. Das sieht gut aus. Und diese Scout hat sich sowas von gelohnt gerade. Und da steht Sani in der guten Position. Also, überraschend, dass Mausbots hier überhaupt keine Probleme hat, durchzukommen. Oh mein Gott, war das gut von Mausbots in der Situation. Damit ist nur noch Taco. Schaden machen. Will er das noch? Kaufen können sie sowieso nächste Runde nicht. Beziehungsweise sie müssen eigentlich Forcebein. Deshalb ein Upgrade wäre nicht schlecht. Und dann die Waffe durchzubringen. Kann man vielleicht hier nochmal um die 1M4 rumkaufen, aber das lässt Oscar nicht zu. Und er macht ein starkes 3K. Wirklich. Sehr schön gespielt da von Oscar. Zwei nette Kellen, die er da verteilt gegen Ticketbox. Es geht nach vorne, also 2-4. Mausbots mit einem Tempowechsel über kurz. Team Liquid zieht ja auch das Tempo an. So, die haben nur Pistolen. Also, da muss auch gespart werden, nachdem Mausbots mit dieser letzten Runde wirklich sehr erfolgreich durchgekommen ist. Auch dank Oscar mit der Scout. Hat man hier die Initiative ergriffen und versucht halt im kleinen Doppelpacks irgendwie den Raum einzunehmen. So, Taco wartet immer noch Richtung Side. So, was kann er machen? Das Timing könnte nicht suboptimaler sein. So, dann die liegt nochmal kurz. Der bekommt vielleicht nochmal die Chance, da einen rauszunehmen. Das gleiche gilt für Twist. Jo, da ist die Chance von Lilish. So, und damit die Möglichkeit, sogar eine Waffe durchzubringen. Die sollte er auf jeden Fall nutzen. Wiederum sollte auch Twist nochmal seine Aktion hier nutzen, vielleicht eine Waffe ranzukommen. Ja, da prediktet er diesmal falsch. Tut mir leid. Also, da funktioniert der Wallhack doch nicht so gut. Eine Spielerin fast reingelaufen. Na, da kann er zumindest die Kevlar safen. So, das sieht gut aus. Also, wichtige Runde für Mausbots. Damit holt man weiter auf. So, und wir sehen Team Liquid. Ganz schwaches Geld. Also, das ist natürlich eine ideale Situation für die Jungs von Mausbots, hier weiterhin dran zu arbeiten. Die Führung erstmal zu holen. Der erste Schritt wird aber hier der Ausgleich sein. So, wieder die Scout. Die heilige Scout, die eben Oscar nach vorne gepusht hat. Plus eine AWP. Also jetzt darf Chris J ein bisschen Schaden machen mit seiner Waffe. Beziehungsweise mit der Heiligen Scout von Oscar.
Einer K ist noch bei Leash dabei. Die zieht hier gerade so ein bisschen Richtung Mitte und Richtung B rum. Also mit einer sehr schnellen Rotation will der Leash vielleicht auch nochmal Richtung B aushelfen. So Nitro mit den Informationssprüngen. So, was ist das Ziel vom Mausbot? Will man es echt versuchen, gegen die Pistolen Richtung B aufs Spiel zu setzen? So, Smoke Richtung Kurz kommt rein. Sunny übernimmt wieder die Mitte. Der ist sehr einzeln unterwegs hier auf Mirage. Aber das wurde auch bisher noch nicht so wirklich bestraft. So, Nitro. Oh mein Gott. Oh, Christian. Kriegt da gerade noch so den Spieler raus. Die Leash ist schon drüben und die Leash versucht hier den Schaden zu setzen. Aber das reicht nicht. Das ist dann zu viel für ihn. An der AK. Und am Ende, Team Liquid kann nächste Runde kaufen. Wenn sie jetzt noch irgendwas mitnehmen, sei es ein paar Spieler, die sterben, vielleicht die AWP rausnehmen. Oder einfach versuchen, noch die ein oder andere Waffe mit in die nächste Runde zu nehmen. Wäre das auf jeden Fall Gold wert. So, und damit sind alle, oder fast alle Punkte abgesperrt. Die können halt nur über kurz irgendwie ohne Gefahr durchgehen, aber sie können das klären beim Mausboard. So, und dann erledigen sie alle. Das heißt, sie können alle Spieler durchbringen. Jo, das reicht. Mausboards verliert nur einen. Oh mein Gott. Da ist schon Totenstimmung. Also, schönes Bild. Wunderschön gemalt. Gefällt mir. Let's go, Liquid. Wunderschöne Schrift. Also, für Mausboards heißt es weiterhin, dran zu bleiben und die Führung zu holen. Und das gegen die nächste Waffenrunde von Liquid. So, Nitro, der so ein gutes Turnier gespielt hat bisher. Und auch hier in dieser Serie. Unglaublich stark am Ball war. Der versucht sein Glück in der Mitte. Aber Robs kann zumindest die Rampe aufreichen. Zwei Spieler fast hier schon kaputt geschossen. 11 und 15 AP. Leash zieht sich hier zurück. Und das wird eine ganz sichere Lage von Team Liquid. Da wird man einfach versuchen, mit drei Leuten oder mit zwei Leuten über CT zu rotieren. Und Gott sei Dank haben sie Taco da nochmal im Sperrfeuer aufgebaut. Damit die Bombe gedroppt und natürlich für Leash und Nitro ein super Zeitfenster, sich da nochmal aufzubauen. Aber Taco, der braucht gerade gar keine Hilfe. Wieder einfach nur das Kreuzfeuer hält mit seinen Mates. So, Bombe muss geplantet werden. Das ist auf jeden Fall schon mal erledigt. 3 gegen 3 Situation. Taco wird gerade zu einem kleinen Problemkind. So, ein Taco hat da auch schon unglaublich viel Schaden gesetzt. Chris J, wie gesagt, nur noch mit 12 HP. So, man versucht jetzt natürlich auch die Rifle hier irgendwie reinzuschicken. Einer wartet am Tetris, das Kreuzfeuer steht. Sunny nimmt da Taco raus, der Spray sitzt. Sunny ist da, der letzte gecallt. Und damit ist nur noch Nitro. Beide Spieler an der Rampe, Bombe liegt für sie. Sollte einfach eine leichte Sache werden. Ist bei Nitro echt das Benzin leer. Der schießt so viel gerade vorbei. Auch auf der Map davor hat er seine Schüsse des Öfteren mal vorbeigeschossen. Geht dieses BO5 zu sehr in die Materie? So, 5 zu 4. Oh, wichtige Runde für Mausboards. So, setzen sie jetzt auch langsam mit dem Geld ab. Team Liquid hat ein Riesenproblem. Das, was Mausboards über viele Perioden in dieser Serie hatte, und zwar das Geld. Und da rennt gerade Liquid so ein bisschen hinterher. Und das könnte Mausboards echt gut in die Karten spielen. Weil sie gerade auf eine sehr solide Hälfte hinarbeiten. Oh, nette Schelle da von Taco. Also, der Boost hat sich gewaschen. So, am Ende Sunny erstmal wieder allein in der Mitte unterwegs. Ich glaube sogar, Oscar will da noch eine Position wechseln. Nee, er will die Position erstmal nicht wechseln. Und das Timing hätte nicht besser sein können für Taco da zum Rumziehen. Aber dann auch so konsequent direkt mit der Deagle on point zu sein, ist hier natürlich auch eine Meisterleistung. Deswegen zeige ich, reißt Chris J oder wieder den Versuch will er starten, Richtung B den Spot aufzureißen. So, Leash hat das gehört. Nimmt die Kante an, ist natürlich auch so ein kleiner Gamble, ob er nach hinten schaut. Und ob er Chris J findet. Nee, findet er nicht. Also, Chris J hat ihn da komplett gegen die Wand gespielt.
Dann kann die Bombe hier geplantet werden. Oh. Neff über kurz. So, der Kanadier muss hier aufpassen. Oscar steht schon bereit. Der Rest kommt über die Apps nachgezogen, über die Kitchen nachgezogen. So, Oscar. Oh, das ist keine gute Position dafür ihn. Er kauft nochmal hinter die Ecke. Versucht den Spieler Richtung kurz zu holen. Aus der Position kommt er nie wieder raus. Und das ist die Runde für Team Liquid. Also, sie schaffen es hier, den Retake zu spielen. Und am Ende auch so viel Schaden mit der Deagle zu verteilen. Und der 1AK, die ihn da hingeworfen wird. Dass es am Ende reicht, die Runde auch zu entscheiden. Also 5 zu 5. Das bringt natürlich auch wieder ein bisschen Würze in die Partie rein. Team Liquid will hier dranbleiben. Und mit so einer Runde ist das natürlich möglich. Mausbots war auf einem guten Plan, auf einem guten Weg und mit einem guten Plan unterwegs. Team Liquid hier unter Kontrolle zu halten und Chris G hat die Schnauze jetzt voll. Geht nach vorne, wird rausgenommen, zumindest kann Snacks einmachen. Und zwar sein Mitspieler. Damit ist Twist alleine auf sich gestellt. Wie viel Zeit kann er rausholen? Auf jeden Fall einen guten Anschuss. Oh, das ist gut gemacht von Twist. Wieder die Schelle. Aber da will er rauskommen. Also, vielleicht nicht zu schlau gespielt. Aber am Ende genug Zeit, dass Team Liquid hier die Schotten dicht machen kann. Bereitsteht für den Retake oder vielleicht sogar die vorzeitige Einnahme des Spots. Aber da wartet immer noch Oscar an der AWP. Taco geht nach vorne. Sunny bekommt den nächsten. Oscar hat ihn gesehen. Oh, da wird Taco gut ausgemoved. Sechste Runde für Mausbots. Also, der Spot eingenommen, den Spot geklärt. Und aus der zweiten Reihe gut aufgepasst mit Oscar. Na, da hat sich Liquid ein bisschen verschätzt. Da haben sie es verschätzt. Sie wollten die Initiative ergreifen und ihren Raum wieder haben. Und am Ende sagt Mausbots, nee, ihr kriegt hier keinen Raum mehr. Das ist Mausbots Gebiet. So, Zeus gibt hier die nächsten taktischen Anweisungen. So, das ist natürlich jetzt eine Druckphase. Das ist die letzte Map. Du stehst kurz davor, vor Homecrowd, die SL1 New York zu gewinnen. Und auf ihm lastet auch ein großer Druck. Stand oft in der Kritik. Und hier könnten sie jetzt bei Mausbots das erste große Turnier gewinnen. Und das wirklich gegen ein sehr starkes Liquid. Und dann ist natürlich die Frage, ne? Was sagen die Kritiker dazu? Dass Snacks hier wirklich eine super BO5-Serie spielt bisher. Also, legt da gut einen drauf. So, Smoke für den Connector. Kommt rein. So, und Liquid wieder mit einem der ausgefallenen Stacks hier. Aber das geht diesmal nicht auf. Also, das hat man auf dem Schirm. Leash, der letzte verbleibende Spieler, der dann noch klare Einsicht hat. Nitro kämpft mit dem Nebel. Mit dem Küstennebel. Der Bronx. Damit kann sich Oscar hier nochmal ganz ruhig zurückziehen. Mit seinem Team sammeln. Sie haben noch eine Minute Zeit. Sie müssen kein Risiko eingehen. Und Team Liquid hat sich in dem Moment entschieden, hier diese Doppel-AWP einzusetzen, die bisher noch nicht wirklich effizient in der Runde aushelfen konnte. Das Setup unten auch an der Rampe nicht wirklich funktioniert. Somit kann man zumindest die Waffe nochmal aufheben, dass sie Leash sich da nochmal ein bisschen upgraden kann. Aber die Doppel-AWP, die darf man halt auch nie unterschätzen. So, und es wird Mausbot zu risky, Richtung A drauf zu gehen. So, Snacks im Vorwärtsgang. 3 gegen 4 Situation. Da wird Drops auch langsam hinterherziehen. Wahrscheinlich dann auch erstmal nach hinten schauen oder im Haus bleiben. Und der Rest wird hier auf dem Spot marschieren. Und Team Liquid steht komplett auf dem A. Und da können sie fast schon safen gehen, sobald die Bombe hier geplantet wird. So, wird die Siegerehrung hier auch gezeigt. Aber natürlich wird die Siegerehrung hier gezeigt. Also, wie gesagt, die Kritiker waren da natürlich immer sehr skeptisch. Ich habe mir gesagt, lass dem guten Mann ein bisschen Zeit.
Ich war auch ein bisschen skeptisch, ob Snacks gut in dieses Lineup reinpasst. Es ist halt eine sehr schwierige Position, die du füllen musst. Und eine Position, die vielleicht auch Zeit braucht, um zu füllen. Ja? Das weiß man halt nie, wie viel Zeit Mausbot sich da nehmen will. Am Ende ist Snacks ein individuell guter Spieler. Das darf man halt nie vergessen. Aber wie lang gibt er sich selbst Zeit? Wie lang gibt die Mausbot Zeit? Und wie will er die Supporterrolle füllen? Weil es ist halt vom Spielertyp her halt ein ganz anderer wie Stüko. Und das ist halt auch nochmal für Mausbots eine komplette Umstellung. Auch die Kommunikation vielleicht am Anfang nicht so gut, weil Snacks halt gefühlt 20 Jahrzehnte auf Polnisch gecallt hat. Und da ist das natürlich auch nicht leicht für so einen Spieler. Aber man wächst ja mit seinen Herausforderungen. Und es würde mich freuen für Mausbots, wenn sie da einen Erfolg einfahren. Ob das Konzept aufgeht, das werden die Spieler schon wissen. Also individuell hat das auf jeden Fall immer noch drauf. Das dürfen wir, das können wir festhalten. Nur manchmal, vielleicht mit dem Team, noch nicht so ganz im einen. So, auf jeden Fall Mausbots hier in einem auf den Spot drauf. Bombe kann gepickt werden von Snacks. Damit geht man übers Haus, wird das Ei hier legen. Und das ist eine kurze, ganz, ganz kurze Runde für die Jungs von Team Liquid, weil die werden jetzt wieder safen gehen. Ja, kurz und schmerzlos B eingenommen. Und das war's. Mausbots holt Runde Nummer 8. So, und nochmal die letzten Worte dazu zu sagen. Und man hat gesehen, sobald man vielleicht einen Spieler rausholt irgendwo und ein neues Lineup reingeht, kommt da vielleicht auch nochmal neuer, frischer Wind. Und das ist halt zum Beispiel auch bei Tess der Fall gewesen, der mit King Green gerade doch eigentlich ganz gut spielt. Und das darf man halt nie unterschätzen, dass so ein Wechsel in ein anderes Team vielleicht auch mal frischen Wind und Motivation bringt. Aber wie gesagt, Snacks hat da wirklich keine leichte Aufgabe beim Mausbots. Und muss auch eine sehr schwierige Lücke füllen mit Stüko. Weil die Position doch schon sehr speziell war als Supporter. Und Snacks da vielleicht auch nochmal lernen muss. Du lernst nie aus in Counter-Strike. Aber zurück zu der Partie Mausbots. Ist hier in einer sehr guten Position, auf jeden Fall auf Mirage erstmal die Überhand zu behalten. 8 Runden ist natürlich ein sensationell gutes Ergebnis. Liquid gerade, zumindest, wenn wir uns einfach auch mal das Ergebnis auf das 2 in die Gedanken rufen. Auf CT-Seite gerade ein wenig am Untergehen gegen Mausbots. Ja, zumindest hat Neff da eine Antwort. Also. Das ist natürlich jetzt interessant. Was kann Liquid hier auf der CT-Seite uns zeigen? Bisher ein bisschen nachgelassen. Ist das vielleicht auch die Konzentration in diesem BO5? Das weiß man nicht. BO5 ist natürlich auch nochmal anstrengender für die Materie. So, auf jeden Fall kann Snacks da ein wichtiges Duell gewinnen. Am Ende kommt die Nate rein, die ihn da aus dem Leben bombt. Oscar da noch mit einer guten Position. So, der wird abgesmoked. Oh, der traut sich da nicht raus. Bombe liegt. Es liegt halt so viel jetzt an Sunny. Oscar hat noch so einen weiten Weg. Die Bombe liegt komplett nicht offen. Das heißt, Sunny muss hier alles für sich entscheiden. Molotov rein. Und das ist gut. Taco kann nicht defusen. Das geht nicht. Und dann mit Oscar. Der hat mehr als genug Zeit rausgeholt, der gute Sunny. Und dann muss Taco safen gehen. Er muss safen gehen. Und am Ende ist Sunny hier das Zahnrad. Für Runde Nummer 9 auf dem Konto. Und Liquid kommt hier nicht gut in die Partie rein. Und da sehen wir nochmal Sunny. Und er war wirklich der Schlüsselspieler in der Situation. Und wie krass das Aiming hier drauf war auf dem zweiten. Wie schnell er da reagiert hat. Einfach stark. 9:5. Team Liquid. Haben sie die Möglichkeit, hier nochmal eine Runde zu holen. Damit auch den Vorsprung für Maus etwas einzudämmen, nicht in die Double Digits zu laufen. So, da strahlt auf jeden Fall die Sonne. Und es geht diesmal über die Mitte. Also Mausbots sieht erstmal von dem Fokus von A und B ab.
ändert ihr Positioning Richtung Mitte und vielleicht mit einem guten Timing kann man da Elish rausnehmen. So, da haben sie immer noch einen oben an der Ticketbox stehen. Da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Nicht, dass sie da jetzt in die Flanke reinlaufen, aber das ist wieder ein gutes Timing von Chris J. Spieler hinten wurde gesehen. Hard Drops auf dem Schirm. Jo, hat er. Das gleiche gilt ja auch mit Twist. Refrag kommt rein und Snakes mit dem Backstep des Todes am Window. Keine Rotation möglich für Team Liquid. Und bei Mouseballs läuft es gerade wie am Schnürchen. 10. Runde für Mouseballs. Und ich stehe kurz davor, die ESL One New York gegen das drittbeste Team der Welt hier für sich entscheiden zu können. Aber entschieden ist hier noch nichts. Wie mal eine kurze Pause. Sind gleich wieder da. Hier live auf 19 Damage. Bleibt dran für Halbzeit Nummer 2. Meine Damen und Herren, wir gehen wahrscheinlich auf die letzte Hälfte hier bei der ESL One New York in diesem Jahr 2018. Gehen wir nochmal in Overtime. Hat Team Liquid nochmal Bock, hier zurückzukommen? Oder macht Mouseballs jetzt den Sack zu? Gebt doch mal ein bisschen Gas im Chat. Es ist die letzte Hälfte von einem Event, was auf jeden Fall viele Überraschungen hatte. Und Mouseballs und Liquid hier verdient im Finale stehen. Und Chris J steht bereit. Nummer 1 fällt. Der muss jetzt hier erstmal rausgenommen werden. Oscar, super, das Backup hier eingeleitet. Und Sunny ist schon drüben. Also sie machen mit 3 Leuten den Spot hier fest. Der Niederländer weiterhin mit dem Druck über kurz. So, die Granate zieht ihm da viel Damage ab. Aber das ist nur noch Taco alleine mit einem. So, der hat noch 100 HP. Keine Kevlar. Und sucht hier halt wie ein Bescheuerter nach der Öffnung. Der weiß, dass einer an der Bank ist. Und er weiß auch, dass einer Richtung Spot ist. Ah, schön gemacht von Mouseballs. Sehr schön gemacht. So, Mouseballs. Direkt mit der taktischen Pause. Sehr interessant. Also, Team Liquid wird hier direkt zum taktischen, ja, Kampf herausgefordert. So, die wissen natürlich jetzt auch, okay, lass überlegen. Wir haben so viele Runden gegen Forcebice verloren. Gar nicht so schlecht. Nimm mal eine taktische Pause. Ruhe reinbringen. Nicht euphorisch werden. Wir führen mit 11:5. Lass uns jetzt das Ding hier direkt in Runde 2 der zweiten Hälfte irgendwie solide runterspielen. Bloß nichts überstürzen, nicht zu euphorisch werden, nicht in den Daddel-Modus verfallen. Liquid baut sich vor B auf. So, tiefe Smoke, da wartet Snacks. Was kann er da machen? So, Flashbang kommt rein. Oh, das Timing ist so schlecht für die Flashbang oder was er da gezogen hat. Auf jeden Fall super bitter gelaufen. Das ist eigentlich die Position, wo du so viel Schaden setzen kannst. Trotzdem, Mouseballs steht hier wieder bereit für den Retake. Oh, ist das so der Klassiker wieder bei Mouseballs, so eine Runde abzugeben. Und damit auch die Überhand erstmal in dieser Hälfte, nämlich die Waffengewalt. So, Chris J zieht rein. Er ist da gefallen, kann noch einen an der Bank callen und das können sie gut klären. Das sieht gut aus für Mouseballs. Das ist eine 4 gegen 2 Situation, 3 gegen 2. Da kann Twist nicht genug machen und erledigt sie es. Also, das kann man gerne mal bejubeln. Mouseballs holt eine Nachfolgerunde. Und zwar nach der Pistol. Das ist unglaublich. Das haben wir hier noch nicht gesehen so wirklich. Und das, nein, das gibt's doch nicht. Da freut man sich und dann holt Liquid echt diese Runde. Das gibt's doch nicht. Selbst das soll nicht funktionieren. Wie? So?
Wieso? Der Timing schlägt zu. Das war doch schon durch. Oh, wie bitter für Mausbots. Okay. Ja, zumindest haben sie sich gebessert, dass sie die Spieler, ja, alle getötet haben von Liquid, aber die Bombe dann nicht mehr diffusen konnten. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. So, 9 zu 6, Wops. Muss aufpassen. So, Smoke kommt rein. Damit Elish durch. Oh, schöner Fractor von Wops. Will er noch mehr haben? Na, da fällt man drüber. Also, da kommt man nicht wirklich raus. Bei Mausbots aus der Bredouille da irgendwie Team Liquid mit dem Stack irgendwie in die Schranken zu weisen. Nee, das soll es nicht sein. Also, 4 gegen 1 Situation. Snacks nochmal Richtung B unterwegs. Versucht seine Kevlar durchzubringen. Und die 5-7. Aktuell nicht. Das wird nichts mehr. Gibt es nochmal ein bisschen Bonusgeld. Kleines Upgrade für Leash. Damit das 11 zu 7. Mausboards nochmal mit der Full Eco. So, man geht Richtung Window. Sammelt sich, wird aus dem Fenster rausspringen und versuchen, die Mitte hier einzunehmen. So, und da hebt einer an und das ist Elish. So, erster sitzt. Das ist so ein krankes Stück. Einfach nur ein krankes Stück an der AK. So. Zieht jetzt rein. Versucht irgendwie Elish zu finden. Die Bombe droppt nach hinten und der muss auf jeden Fall fallen. So, an der Rampe gewinnt Oscar das Duell. Was ist hier jetzt los? Twist wird im Haus komplett abgemolotowt. Das ist so wichtig, dass sie einmal den Spieler in der Mitte finden und den Spieler an der Rampe. Also Mausbots kann einmal als Team überzeugen in der Mitte und individuell an der Rampe. Damit hat Oscar nochmal eine wichtige Waffe bekommen, und zwar diese eine AK, die ist noch übrig. Und Sunny mit dem perfekten Timing. Und dann holt sie so eine Runde am Ende. Nur noch Twist und nur noch Nitro. Und die Bombe liegt halt extremst ungünstig. Und die Runde geht komplett nach hinten los für Team Liquid. Einmal das Duell an der Rampe gewonnen. Und dann lässt man sich einmal in der Mitte schön vernaschen. Und dann die Molotow noch dabei. Da sieht Team Liquid gut alt aus. Aber der Refrag kommt hier. Der ist auch da von Robs. Letzter Spieler ist Nitro. 2 gegen 1 Situation. Wo ist Robs? Der wird gefunden. Nächster hinterher. Oh mein Gott, er kommt nicht drauf. Die Munition ist leer. 19 gegen 31 AP. Oscar macht es. Was eine knappe Runde. Und was ein Desaster für Team Liquid in der Runde. Was ein Desaster. Das Duell an der Rampe verloren. Die Bombe, Kontrolle. Oder die Kontrolle der Bombe in der Mitte verloren. Den Molotow noch dabei gehabt. Keiner kann zum Refrag kommen. Super, super knapp am Ende. Und Oscar überlebt das hier mit 31 AP. Knapper geht's ja nicht. Und wie gesagt, absolute Katastrophe für Team Liquid in der Situation. Klar, sie haben genug Geld, sie können nochmal nachkaufen, aber ey, das gibt Mausbots nochmal so einen guten Push, besonders dadurch, dass sie sich wieder den Vorteil dadurch erarbeiten können. Erst nochmal 12 Runden auf dem Konto. Und direkt eine AWP rein investieren können. Noch eine Waffe mitnehmen. Und Team Liquid in den Force beigezogen ist.
So, Oscar unterwegs mit der AK. Sehr schnell Richtung Mitte. Gute Information. Oh, das ist so frech von Robs nochmal nachgepickt mit 7 HP. Und er holt sich noch eine mit 7. Wird dann rausgenommen, aber die Value war gut. Trotzdem, sein Team steht mit dem Rücken gegen die Wand. Aber das Timing ist hier gut. Chris J schießt hier mit der AWP vorbei. Oscar ist da. Oscar steht mit ihm im Kreuzfeuer. So, Team Liquid lässt sich Zeit. Will auf jeden Fall einen Fehler. Vielleicht einen Step von Team Liquid bestrafen, von Mousebots bestrafen, der zu weit kommt. So, jetzt wird die Initiative ergriffen. Die Flashbang kommt rein. Chris J geht in die Offensive und das läuft perfekt. Nummer 1 fällt. Rechnen Sie mit dem einen Spieler im Haus und rechnen Sie mit Nett. Sie ziehen gemeinsam rum, aber das reicht nicht. Mousebot steht Richtung Ticket bereit und macht die Sache dicht. Oh ja, das ist eine Partie. Und Team Liquid ist gezwungen, Geld zu sparen. Und Mousebot steht kurz davor. Ich will noch nicht rumspinnen, aber träumen kann man schon mal für Mousebot, dass sie hier vielleicht die ESL War New York gewinnen. Vielleicht. Ja. Team Liquid ist auch ein Team, was doch über die ein oder anderen Comeback-Fähigkeiten verfügt. Und besonders aimstark auf der T-Seite auch mal aufbringen kann. So, aber Chris J. Diesmal mit dem First Pick. Erster Schuss drauf. Oscar im Backup. Also, Oscar fühlt sich da gerade wohl ganz wohl an seiner Rifle. Und das sieht gut aus. Und das Doppel-AWP-Setup. Das sah bei dem Turnier doch bisher super solide aus. So ein bisschen das Vintage-Setup, was Mousebots mit Chris J. und dem guten Oscar so gefährlich gemacht hat. Und man will es hier auch nutzen. Oh mein Gott, die Fans, die sind hier kurz davor, in Tränen auszubrechen bei Liquid. Kann man hier nach wirklich sehr starken Maps, die Liquid gezeigt hat, lässt man hier Mousebots den Vortritt, dieses Turnier mitzunehmen. Und natürlich auch den Punkt für den Intel Grand Slam. Einfacher wird die Liquid nicht bekommen. Aber es ist einfach von Mousebots die Möglichkeit, jetzt die Partie zuzumachen. So, Elish kann nochmal einen drauf nageln. So, Bombe wird geplantet. Damit steht Mousebots in der Pedulie, in den Retake zu gehen. Also, Tempowechsel von Liquid ist hier erstmal aufgegangen. Elish nimmt nochmal einen ganz, ganz langen Weg. Und zwar wieder Richtung Mitte. Die Bombe liegt auch einigermaßen free, nicht komplett offen, dass er da Richtung Connector oder Richtung Kurz reinschauen kann. Aber zumindest kann er Richtung Connector reinschaut. Ah, oh, das ist gut von Chris J. Der passt auf. Nimmt den Rotierer raus. Twist hält hier weiter gegen. Smoke kommt rein. Aber was ist da oben am Fenster? Da klopft nochmal einer an. Chris J. Nein, es reicht nicht. Chris J. versucht nochmal hier irgendwie rauszukommen. Sein Team nach vorne zu pushen. Aber Liquid ist da und kann das Kreuzfeuer aufrechthalten. Und am Ende eine Maßarbeit, die hier entscheidet. So, wie sieht's aus jetzt bei Liquid? Haben sie nochmal die Power, um hier zurückzukommen? Oder ist Mousebots einfach mental hier heute eine Nummer stärker? Das ist eine gute Frage. So. Und passt das noch? Mental ist natürlich, die mentale Stärke im Kopf ist natürlich immer einer der Punkte, die vielleicht bei Mousebots auch noch ein Ticken besser ist, wenn man einfach die Spieler anguckt mit Oscar und Snacks oder auch Chris J. Ist das Mentale hier vielleicht der kleine, aber feine Unterschied, der nochmal Mousebots wirklich nach vorne geboxt hat. Man darf es nie vergessen, es kann so wichtig sein, einfach im Kopf klar zu bleiben. So, Oscar auf dem Rückweg. Spot ist eingenommen. Wieder ein aggressives Spiel, was hier von Team Liquid gefördert wird. Und zwar Richtung A.
So, gibt das Backup. Oh, schöne Shelldown mal von Chris Jay. Was, Chris Jay? Was ist mit dir los? Was ist mit dir los? Nein, Chris! Nein, was? Was ein Ace? Junge, was ist los mit dir? Aus dem Nichts holt er hier das Ace. Genießt es. Nummer 2. Nummer 3 aus dem Handgelenk. Und den da. Was? Was ist mit dem los? Oh mein Gott. Und das ist der Neckbreaker für Team Liquid. Die haben kein Equipment mehr. Die Runde sah gut aus für Team Liquid. Und jetzt müssen sie alles auf eine Karte setzen. Und zwar irgendwie auf A drauf zu kommen. Nummer 1 und Robs. Bombe droppt unten drunter. Junge Mann, Chris Jay. Was bist du für ein Biest? Der hat gerade die Flutwelle aus Holland geschickt. Und zwar richtig nach New York. So, es geht nach vorne. Aufbäumen von Team Liquid. Nochmal Chris Jay. So, 30 HP. Es ist nur noch Sunny und Chris Jay. Und Chris Jay hat gerade richtig Bock. Da guckt er auf was, was? Chris Jay! Alter, was ist mit dir los auf einmal? 2-1 Situation. So, Twist im letzten Duell. Verliert es gegen Sunny. Und wir haben einen Gewinner. Der ESL One. New York, was ist hier los auf einmal? Chris Jay kommt aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Wo hat Chris Jay auf einmal den hergezaubert? Mein lieber Gesangsverein, diese Runde hat gerade alles besiegelt und guck dir die Gesichter bei Team Liquid an. Sie haben so starkes Counter-Strike gespielt. Und dann sehen wir hier Team Liquid am Ende mit keinem Turniersieg. Aber man muss einfach sagen, Mausbots hat sich hier nochmal die Partie zurückgebissen. Und am Ende das Ding entschieden. Und da ist der Mann der Stunde, Chris Jay. Mein Herr Gesangsverein. Und sie können es hochheben. Mausbots gewinnt hier die SM1 New York. Sie bleibt in Europa. Navi hat sie gewonnen, der FaZe Clan. Und jetzt ist das Team rund um Mausbots dran. Sie bleibt in Europa. Mousesports stay afloat here. No Liquid will be drowning them out today in New York. ESL One champions, Mousesports have sealed the deal. They have closed it out in 5 maps, and they have taken us the full distance on the back of some heroics by Chris Jay on Mirage. A spectacular performance here for them to battle it all the way back. And my goodness, chills down my spine as I watch Chris Jay. What a way to close that one out there. Fireworks indeed. They've got to be happy with that one. They didn't have to beat the top dogs at all to get here, but they got the victory. They got the victory, they got the W, and one man who certainly made it happen, Chris Jay on the stage with OJ. And they say that 5 maps can't be interesting. That was some epic final, wasn't it? Yeah, it certainly was. It really was. When you were playing Dust2, you're 13-4 down. What did you say to the team? I don't know, I didn't say anything in particular. I think we all kept believing that we could do it because this tournament we made a lot of comebacks already and we managed to win games from far behind, so we never lost trust in each other. But that is a long way back. Everyone was talking about that Liquid were going to be the first North American team to win an ESL One. There must have been some doubts in your mind at that point. No, like I told you, we're going to win against the home team. You did indeed. And that ace, I think Henry called it, Hank called it, probably the play of the year. Talk us through it. I don't know, I just had a good feeling and I wanted to win. Man, he's a man of a few words. What has it been like playing here in New York? Because you guys have had such an interesting tournament from start to finish. Yeah, it's been awesome. The first few matches were interesting because they were so close and we had to come back as well.
But now in front of this crowd, the American fans were so energetic and it's been awesome to play here, really. And for this lineup as well, because people have talked about it, whether the moves have worked. Do you feel this is now where you click? I think so. I think Snux has showed really, really amazing rounds this tournament as well. So I think things are starting to work for us. Fabulous. And any words for the beaten foes, for Liquid? I mean, they played really well. I'm glad it was such a close final again. So GG to them. Well, GG to you as well. You are the champions here in New York, ESL One New York 2018. Put your hands together for your winners. That is Mousesports. Oh ja, und wie das verdient ist für Mousesports. Wie gesagt, wir hatten ein gutes Turnier von den Jungs von Liquid. Wirklich super durchmarschiert. Das gleiche gilt für Mousesports. Aber das, was wir von Chris J am Ende gesehen haben, das hat alles kaputt gemacht. Einfach alles zerstört, was wir am heutigen Tag gesehen haben. Der Mann der Stunde. Wirklich, mit einer Qualität, die er gerade da ausgepackt hat. Ich weiß nicht, wo er es gefunden hat. Aber das war einfach nur verdient am Ende. GG, well played an Mousesports. Sie haben wirklich gegen starkes Liquid gespielt. Am Ende Mousesports, ja, bleibt weiterhin den Kritikern treu und kann erstmal die Kritiker rund um Snax natürlich auch etwas stilllegen. Weil man muss sagen, Snax hat wirklich ein sehr gutes Turnier gespielt. Und meiner Meinung nach fruchtet auch langsam das Ganze in der Kommunikation. Snax geht am Ende aus dieser Serie mit einem Rating von 1,02 raus und ganzen 84 Frags. Also braucht er sich nicht zu schämen, hält sich gut in Waage mit allem. Das war ein absolutes Meisterwerk, was Mousesports dann am Ende hier hingelegt hat. Ja, und was willst du da sagen, ne? Guck dir einfach Chris J an, ne? Der hat es am Ende halt entschieden. Hat gesagt, ich habe keine Lust mehr. Ich will jetzt gewinnen. Puh, was ein gutes Finale. Auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut, Jungs und Mädels. So, da könnt ihr nochmal Snax sehen. Der jetzt endlich auch mal wieder ein Bukalo in die Höhe halten darf, ne? Ist ja auch schön für ihn. Ne, da freut er sich. Da kann er sich freuen. Auf jeden Fall. Ich gönn's ihm auch irgendwie. Ne? Virtus Pro, lange Durststrecke. Und jetzt mit Mousesports doch mal wieder was eingefahren. Ist doch schön. Und ich freue mich auch für Mousesports. Sie waren so oft in den Playoffs, so oft im Finale bei der ESL One, bei IEMs, whatever. Und haben seit Monaten noch nie einen ESL-Titel gewonnen. Und freut mich für sie wirklich. Also ich hätte Liquid auch gegönnt, aber naja. Am Ende kann nur einer gewinnen. Ja. Ja, und was man vielleicht zu Team Liquid sagen kann, CT-Seite war irgendwie dann ein bisschen sloppy gespielt, nicht confident genug. Und da merkt man einfach, die mentale Stärke von Mousesports war hier einfach nochmal ein Stück höher. Das war ein gutes Momentum, was Chris J seinem Team da natürlich auch mitgegeben hat. Wirklich sehr, sehr stark gespielt. Mousesports, meiner Meinung nach, auch gegen Ende der Partie das stärkere Team gewesen. Konstanter gespielt. Die Frags gesessen, weniger Fehler gemacht, auch wenn man immer noch sagen muss, okay, die Anti-Eco, naja, lassen wir mal außen vorne weg. Es hat ja irgendwie funktioniert. Ja, und am Ende kann man sich hier freuen. So, der alte Spotify-Hörer, Oscar, darf jetzt auch hier nochmal den Pokal nehmen, kleines Foto machen. Ja, war eine schöne ESL One New York, hat mir gefallen. Und am Ende wurde es nochmal glorreich abgeschlossen. Guck mal, jetzt muss ich die Brille ausziehen, damit das Foto auch ordentlich wird. Nö. Also, auf jeden Fall war eine schöne ESL One New York. Denkt dran, morgen geht's weiter mit mehr Counter-Strike. Und da haben wir jetzt noch ein Interview, und zwar mit Neff. Obviously a tough last few rounds for you guys. Just from your opinion, what do you actually think went wrong? One, I kind of played like shit, so sorry. But yeah, I don't know, just overall, I don't know. After that Dust 2 game, it was a little rough. But overall, I think just Mousesports played well. We kind of felt the pressure, I think, a little bit. But yeah, I think it's the big standing up point is I kind of just played really bad. But it's whatever. Just look forward, I guess. Look forward indeed. And remember, it isn't just one player. It is the whole team that you have to do this with. And you guys have showed great energy, great effort to get here. The crowd was cheering you on no matter what. Even at the end there, they're still making noise for you. Anything you want to say out there to the fans and everyone just watching back at home? Yeah, thanks. Thanks everyone in the crowd for cheering us on. We appreciate it. It was amazing. Thank you. Obviously, it's a sad moment. Team Liquid didn't make it through, but second place is still a good feat. When you look at the caliber of teams that were here, guys, make some noise one last time for Team Liquid, please. And Stunner, it's going to go back over to you guys one last time.
Yeah, you know, a rough spot there for Team. So, jetzt haben wir alles gesehen. Jetzt dürft ihr mich auch nochmal sehen, zumindest einmal an diesem Abend. Ich habe den Tag überlebt. 5 Maps plus das MSI-Ding, 6 Maps insgesamt. Mein Ball läuft hier unten. Ich habe so einen Medizinball, ne, gegen meinen Rücken. Ja, aber es war schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ja, hat mich sehr gefreut. Herzlichen gehen raus an euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zur Meisterschaft. Nämlich ab 19.30 Uhr begrüße ich euch natürlich auch wieder. Ich hoffe mit Venom oder vielleicht mit jemand anderem. Mal gucken. Begrüße ich euch hoffentlich zur deutschen Meisterschaft. Nämlich morgen geht's los. Erster Spieltag. Wir haben da natürlich auch ein paar Partien für euch. Hier gleicher Kanal, nur mit anderen Teams. Und von daher, ich bedanke mich bei jedem, der zugeschaut hat. Vielen Dank an die circa 8000 Leute, die heute da waren. Und dann sehen wir uns morgen wieder in alter Frische hier live auf 99 Damage und zwar mit der ESL-Meisterschaft. Daumen hoch, super Community und natürlich auch ein super, super Publikum. Und von daher, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und meine Stimme ist jetzt weg, nachdem Chris Jay sie kaputt gemacht hat. Das kriegt er auch noch zu hören. Und von daher, absolute Frechheit, dass Chris Jay meine Stimme jetzt komplett versagen lassen hat. Ne? Also, haut rein, macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Bis bald.